So einer nennt sich Meteorologe. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts. Streiche Meteorologe, setze Ideologe. Macht so lange weiter, bis der Mob euch außer Landes jagt. Man versucht, die Berichterstattung zu unterdrücken, indem man denjenigen, der diese Sachen vorträgt, diskreditiert. Es gibt Tage, da empfinde ich mich als Teil eines Kampfes, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir diese Fronten weiter verhärten. Und da möchte ich eigentlich nicht mitmachen. Mein Name ist Özden Terli, ich arbeite im ZDF, mache Wettermoderation und ich bin wissenschaftlich ausgebildeter Meteorologe. Also ich würde mich als Meteorologe, als Fernsehmeteorologe bezeichnen und Wissenschaftsjournalisten. Wir können uns mal das anschauen, was in den letzten 3 Tagen an Regenmengen heruntergekommen ist. Manche Messstationen hatten sogar mehr als 400 Liter Regenwasser. Klimawandel ist nichts Lokales, sondern ein weltweites Problem. Das Thema Klima ist nicht nur mir wichtig, sondern es ist für uns alle wichtig. Es ist ja nicht mein persönliches Anliegen, darüber zu reden, beziehungsweise fast schon die Verpflichtung, darüber zu reden als Meteorologe. Klar, Klima und Wetter sind unterschiedliche Dinge, ne? Aber das Klimasystem, das sich verändert, wirkt auf das Wetter. Und somit gibt es Veränderungen in den Wettersystemen. Und dieser Zusammenhang ist einfach wichtig herauszuarbeiten. Das ist kein natürliches Ereignis, sondern wird von uns Menschen verursacht. Durch die Art, wie wir auf dem Planeten leben, wirtschaften und ihn verändern. Gefährlich für die Artenvielfalt ist auch die Erhitzung, die global betrachtet bereits einen Wert von etwa 1,2 Grad erreicht hat. Wenn wir keinen CO2-Ausstoß gehabt hätten, keinen Klimawandel von Menschen gemacht, dann hätte sich die Temperatur auf der gesamten Erde in den letzten 170 Jahren etwa in diesem Spektrum, in diesem Bereich bewegt. Der vergangene Juli war der wärmste Monat, seitdem Daten aufgezeichnet werden. Das, was wir heute als extrem sehen, das wird in 10 Jahren eher das Normal sein. Es gibt eine ziemlich starke Front von Menschen, die lauthals dagegen poltern und das einfach als Lüge bezeichnen und sagen, das gibt es nicht. Dann fühle ich mich berufen zu sagen, nein, das stimmt. Wir sehen es an den Messwerten und diese Messwerte sind korrekt. Also ich persönlich bekomme die Angriffe, ich würde sagen, zu 90% über Social Media. Die Kommentare und das, was an Vorwürfen kommt, das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren geändert. Während es also noch vor einigen Jahren fast nur um meteorologische, um klimatologische Aspekte ging, verlagerte sich die Diskussion und verlagerten sich auch die Angriffe immer weiter in Richtung persönliche Angriffe. Ach, der Schwanke, früher konnte man dem ja glauben und früher fand ich den ja toll, aber heute gehört er ja auch zu diesen politisch motivierten Kaspern. Das kann von harmlosen, ich glaube das nicht, bis sie werden schon sehen, was sie davon haben, gehen, also Drohungen quasi, aber auch rassistische Beleidigungen. Egal wie das Wetter ist, es muss in die Klimaideologie gepresst werden. Bekommt Schwanke Honorar von der Regierung? Auch gut. In welcher Partei ist Herr Schwanke aktiv? Bezeichnend, wie alle, die beim Staatsfunk anheuern, linksgrün aktivistisch umgedreht werden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich umgedreht wurde. So einer nennt sich Meteorologe. Ein Systemschwätzer ist er sonst nichts. Ich war früher der Auffassung, dass sie intelligent sind und wissen, wovon sie labern. Gut, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Das geht richtig unter die Gürtellinie. Was ist das? Ein weiteres Mietmaul, dem man nicht mehr zuzuhören braucht. Streiche Meteorologe, setze Ideologe. Muss man nicht weiter kommentieren, glaube ich. Der ÖRR, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, macht so lange weiter, bis der Mob euch außer Landes jagt. Das ist ja schon, finde ich, eine neue Ebene, dass der Mob uns außer Landes jagen soll. Tja. Ich bin Philipp Schmidt, ich bin Psychologe an der Universität Erfurt.
Ganz spezifisch beschäftige ich mich mit dem Einfluss von Falschinformationen. Besonders ist ja interessant, dass jetzt hier diese Gruppe der Meteorologen, Meteorologinnen in den Fokus gerät. Was wir da sehen, ist, dass Wissenschaftsleugner oft einfach immer dieselben Techniken benutzen. Das heißt, man versucht abzulenken vom eigentlichen Argument, weil es eben auch sehr wenig Gegenargumente bis keine gibt. Und man versucht, Charakteristika der Personen anzugreifen. Und das ist eine sehr typische Strategie, wenn Argumente ausgehen. Und das sehen wir eben auch jetzt in diesem Bereich und in den Reaktionen auf die Meteorologinnen. Man versucht, die Berichterstattung zu unterdrücken. Ja? Also indem man denjenigen, der diese Sachen vorträgt, diskreditiert, permanent diskreditiert. Das führt so weit, dass ich einfach die Kommentare jetzt vor kurzem gesperrt habe. Ich mache das, weil ich mich der Wahrheit verpflichtet fühle, weil ich die Messwerte sehe und aufklären möchte und auch, weil ich diesen lauten Pöblern nicht den Platz einfach so überlassen möchte. Und das kostet Kraft. Wenn wir uns spezifisch auf die Angriffe von MeteorologInnen konzentrieren, dann geht es darum, die zum Schweigen zu bringen. Dafür zu sorgen, dass diese wissenschaftlichen Fakten nicht weiter verbreitet werden. Die Idee dahinter ist, so eine Art von Anything-Goes-Charakter zu kreieren. Das bedeutet, wenn ich nichts mehr glauben kann, nicht mal mehr wissenschaftlichen Datenlagen, dann zählt nur noch Meinung und wer lauter schreit und nicht mehr, was die tatsächliche Faktenlage ist. Dass Klimaschutz oft auch in konservativen Kreisen als etwas linksgrün Versifftes bezeichnet wird, ist aus meiner Sicht eine der größten Hürden. Es ist ein riesiges Problem, dass dort dieses Label draufsteht, weil dann verliere ich einen großen Teil durchaus auch einer bewussten konservativen Gesellschaft, verliere ich, weil die sagen, mit linksgrün versifft habe ich nichts am Hut. Mich stört, dass man uns ständig ein schlechtes Gewissen einredet. Am Ende entscheidet der freie Bürger, was er isst und nicht ein paar grün ausgehungerte Funktionäre, was wir essen sollen und wie wir leben sollen. Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klimablabla. Jeder von uns nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst. Wir sind allerdings nicht so im Alarmismus unterwegs wie hier einige in der Bundesregierung. Und die Welt, Herr Strempel, geht nun in der Tat morgen nicht unter. Ja, das ist unsere Auffassung. Ich habe mal getwittert, Physik ist links. Als Provokation darauf, weil Physik ist natürlich nicht links. Wenn es politisch besetzt ist, dann haben offenbar andere politische Richtungen das nicht besetzt. Und dann ist natürlich die Frage, gelten für diese Richtungen die physikalischen Grundgesetze nicht. Ich persönlich würde meinen Kampf bezeichnen als einen Kampf für die Wahrheit. Einen Kampf darum, die Augen zu öffnen. Und einen Kampf darum, mit dem Wissen darum, wie sich die Natur da draußen, die Atmosphäre sich verändert. Und daraus, dass wir ableiten können, was auf uns noch in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten zukommt, dass daraus dann auch die Bereitschaft erwächst, dass wir unser Leben ändern müssen. Zeitweise ist es ein Kampf. Also, na klar. Also, das ist dieses permanente Positionieren und Versuchen, dagegen zu halten. Das ist natürlich sinnlos, ne? Also dieser Kampf, die Klimakrise oder die globale Erhitzung zu leugnen. Der ist für die Gegenseite nicht zu gewinnen, weil die Physik ist die Physik. Und ich finde eigentlich, dass Wissenschaftler, Meteorologen, Journalisten sich auch stärker wehren sollten und nicht sich alles gefallen lassen sollten. Wir müssen das verteidigen. Wenn Fakten nicht mehr ernst genommen werden und weichgekocht werden, dann haben wir ein gewaltiges Problem in unserer Gesellschaft, was weit über die Thematik der Wissenschaftsleugnung hinausgeht.